Hi, hier ist Lücke, euer Moderator, bin ich nicht. Und da wir euch die letzten Tage viel von Interviews und Gamern gezeigt haben, zeigen wir euch heute ein bisschen mehr von den Spielen, wie wir ein bisschen Fun auf der Gamescom haben. Und heute ist der letzte Tag, daher schneiden wir ein bisschen was zusammen, um euch das Ganze in einem großen Video zu zeigen. Kann man mit? Gamescom, unser letzter Tag heute hier, und da habe ich natürlich nochmal drei reizende Typen Namen aufgeschnappt. Nur so eine kleine Frage, wen stellt ihr denn da? Gemeinsamer auf League of Legends. Okay. Jenna auf League of Legends. Sind wir auch League of Legends? League of Legends, das ist natürlich ein ganz tolles Game. So, wie lange habt ihr denn für eure Kostüme an sich gebraucht? Für das Kostüm an sich nicht so lange. Ist das also eigentlich 2 Wochen möglich mit halt wenig Arbeit eigentlich pro Tag. Der Boomerang hat nur sehr viel Arbeit in Kauf genommen. Das war halt ein bisschen anstrengender. Ja, das hat auch nicht gesagt. Also okay. Die Uhren haben halt viel lange gebraucht, das zu malen. Echt gut aus. Also wir arbeiten zusammen im Team. Die läuft das auch wirklich schon. Ja. Ja. Spielt ihr denn irgendwelche bestimmten Videospiele? League of Legends natürlich. Ja, ja. Ich spiele unter anderem noch World of Warcraft, Warcraft 3. Das habe ich auch schon Kostüme angefertigt, aber momentan ist so halt mein Lieblingsspiel League of Legends, deswegen, dass auch die meisten Liebe der Sprache kommt in Form von Kostümen. Okay, das ist ja super zu hören. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier bei der Gamescom. Ich sage nochmal, viel Spaß noch. Ciao. Hier hinter uns steht jetzt gerade die Medal of Honor zu, und die werden wir jetzt verarschen. Richtig. Das ist wirklich schön, Leute. Bambi! Boah, hat er den verblättert. Raum.
Ich kann mir wohl nur 10 sein.